So, wir befinden uns also jetzt hier in Kaizur mit Prinzessin Natalia, Guy, Ion und Anise. Jetzt gucken wir mal, ob wir hier irgendwas erreichen können. Ja, geht schon mal vor, Leute. ナタリア殿下、生きておいででしたか。いや、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 
Es könnte jetzt schon das Auto meiner Belohnung heißen. Ich bin mir da jetzt nicht sicher. Ja, das wird definitiv das Auto meiner Belohnung sein. Etwas, was mich nervt. Deswegen, einfach wo ich gespeichert habe, werde ich nochmal neu machen. Weil ich diese Typen gar nicht bekämpfen wollte. So. Ja, selbst wenn wir hier Frauen kriegen und alles Mögliche, ich will niemanden bekämpfen. Und ich werde dabei auch keinen bekämpfen, so, Punkt. Ja. Ich weiß jetzt, ich werde jetzt einfach mal so erstmal durchziehen und gucken, was passiert. Aber eigentlich, wie gesagt, sollen wir eben nicht kämpfen. Und das hatte ich eigentlich vor. Wo bin ich denn überhaupt? Wir waren da. Ja, okay. Die Richtung so in etwa stimmt. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass noch irgendwo in Ordnung ist. Ansonsten, wie gesagt, werde ich nachholen, dass ich da einmal hinlaufe, ohne Angriff zu werden. Und dann seht ihr, was wir bekommen. Ja, wir müssen noch sehr weit gehen, bevor wir überhaupt Chesedonia erreichen. Oh, Frings, der General von... Ach ja, doch, er ist einer aus Malkuth. Warum auch immer er hier ist. Ja, wir sollen das Kampffeld verlassen. Ich hoffe mal, ich bin für euch nicht zu schnell, aber ich lese auch alles gerade mit und warte darauf, irgendwas Wichtiges zu übersetzen. Jedenfalls werden wir uns nicht zurückziehen, so wie er es von uns verlangt, sondern werden weitermachen. Und wir wollen natürlich auch nicht kämpfen. Wir werden jedenfalls versuchen, gegen keinen Soldaten zu kämpfen. Weder die einen noch die anderen. Wir werden jetzt einfach mal versuchen, noch weiter durchzukommen. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob das jetzt noch zählt oder nicht. Ich weiß auch nicht, ob ich den ersten Kampf hätte ausweichen können. Ich habe da jetzt nicht drauf geachtet. Ich bin ja nur gelaufen. Und da der natürlich prompt vor mir erschienen ist, bin ich auch volle Kanne reingerasselt. Schlau von mir übrigens. Ja, schon wieder. Am Kämpfen. Du hast nicht einen Haufen von Leichen erschaffen. Aber scheinbar habe ich schon ein Problem, was das angeht, wenn er sowas schon sagt. Naja. Blablabla. Ja, wenn es weitergeht, werden beide Armeen ausgelöscht. Aber das hatten wir doch schon. Sie hört doch nicht auf uns. Ja, und ein paar Soldaten von Kim Laska werden uns ab sofort beschützen. So ähnlich wie die Sache mit Malku. Und hier haben wir schon wieder diese Brücke, die wir alle kennen. Wehe. Ja, bleib weg, bleib weg, bleib weg. Ich habe keinen Nutzen im Kampf jetzt. Oh Gott, das ärgert mich jetzt schon, dass ich hier diesen einen da reingerannt bin. Gott. Naja, so habt ihr einmal den Kampf gesehen. Immerhin. Ja, ja, nur noch ein bisschen weiter, dann sind wir da. Da kommt jetzt schon wieder Cecil und... Okay. Na. General, was geht jetzt ab? Okay. Okay, also er möchte, dass wir die Leute, die uns beschützen,
ablassen, weil wir hier in Gefahr wären, weil die Truppen uns in Ruhe lassen würden, aber die anderen nicht und oh Gott. Aber naja. Sehr schön. Beide kehren zurück in ihre Camps, ohne zu kämpfen. Wir haben also jetzt keine Unterstützung mehr von der einen oder anderen Seite, wobei natürlich wir jetzt nicht mehr angegriffen werden sollten von Malkul-Soldaten. Ach Gott! Dafür aber von den Oracle Knights. Also, das wird nochmal lustig, da komplett unbeschadet durchzukommen. Aber naja. Das wird auch schon irgendwie dann klappen. Nehme ich an, aber ich finde das mit ihr aus irgendeinem Grund schwerer, weil ich ja schon in zwei Leute reingerannt bin. Nicht mal nur eine Gruppe, sondern nein, jetzt zwei. Ist nicht gut. Ja, die Soldaten müssen im Prinzip sich, ich sag mal, für den Score einsetzen, der völliger Schwachsinn ist, soweit wir das jetzt... Oh Gott! Es ist unfassbar, wie viele Leute mich reinrennen auf einmal. Unglaublich. Keine Ahnung, was das jetzt war. Ich guck lieber mal auf die Belohnung des Wertes, das nochmal neu zu starten. Bevor ich jetzt sage, ah, ich mach nochmal neu und dann renne ich hier 30.000 Mal in irgendwelche Gegner rein. Nee. Wow! 5 cm vor dieser Campingstelle. Ich bin begeistert. Ja, lass uns hier ausruhen. Was ist diesmal? Das war jetzt irgendwie ungewöhnlich. Diesmal passiert gar nichts, sondern wir sitzen da nur rum. Okay. Bleib bloß weg. So, ich nehme darüber hinaus dann aber an, dass man hier theoretisch gegen alles kämpfen kann, was man will. Einzig und allein von der Sachlage her, dass wir hier Monster haben und keine Soldaten mehr. Aber naja. Wie gesagt, ich werde mir angucken, ob die Belohnung wert ist. Ich habe ja noch einen Spielstand dafür. Ich habe ja 3 Stück für dieses Projekt. Und dann, wenn es die Belohnung wert ist, werde ich auf alle Fälle machen. Ansonsten werde ich euch sagen, was ihr bekommen hättet, wenn ihr aus mich wärt, nicht so wie ich. Und dann ist das schon in Ordnung so. Ja, wir bekommen ein Ifrit, ein Specific, Apigel. Ich glaube, wir hätten mehr bekommen. Wie gesagt, da werde ich mich schlau drüber machen. Oder möchte ich mich zumindest schlau drüber machen, sobald ich hier mal speichern kann irgendwo. Ja, das sind unsere Leute. Hallöchen! ここに停戦は一体。総大将のアルマンダイン伯爵が大英氏モーストの会談のために騎士ドニエへ向かったと聞いて。戦場を突き切ったのか。バカがお前。危ねえだろ。あなただって。やつ、この街に停戦の重要人物がいるんです。 So, dann kann ich jetzt theoretisch nochmal wieder meine Party umbauen. Nein. So.
Ja. Viel besser. Sichere. Ja. Sichere Vereinigung. Wiedervereinigung. Nein, sichere Treffen. Eigenart des Spiels, da wir jetzt gerade Krieg haben, sind Preise hochgegangen und wir können auch teuer Sachen verkaufen und Sachen sind total ausverkauft, also solche kleinen Sachen haben wir jetzt hier, einfach nur weil Krieg ist. So, das ist meine Party, mit der ich theoretisch dann anfangen müsste, nochmal lang zu laufen. Das hier ist die Party, die im Prinzip gar keinen Effekt hat und ich würde sagen, ich beende den Part hier, werde euch eine Anmerkung noch hineinschreiben oder einen Untertitel, wo steht, was man sonst noch bekommen hätte. Und ich würde sagen, bis dahin, auf Wiedersehen und tschüss, Leute.